Du brauchst nur drei Dinge, um Menschen zu fotografieren mit der Porträtfotografie. Alles dazu mehr jetzt in diesem Video. Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Mein Name ist Fred und ich bin Fotograf für authentische Porträts und ich möchte dir heute mein Lieblingsgenre näher bringen und zeigen, wie einfach es sein kann, Menschen zu fotografieren. Und du brauchst wirklich nur drei Sachen dafür. Beziehungsweise du musst drei Sachen wissen. Und das ist alles, was du brauchst. Lass uns gleich anfangen. Punkt Nummer 1 ist wirklich mit der wichtigste Punkt. Du kannst Punkt Nummer 2 und Punkt Nummer 3 perfektioniert haben. Ohne Punkt Nummer 1 werden es keine, wirklich keine schönen Porträts. Wenn du Punkt Nummer 1 kannst, kannst du sogar in Punkt Nummer 2 und 3 schlechter sein. Und daher, Punkt Nummer 1 ist Kommunikation mit anderen Menschen. Wirklich, die Kommunikation mit dem Menschen ist das Wichtigste, das Allerwichtigste in der Porträtfotografie. Du musst wirklich interessiert sein, nicht nerven oder sonst irgendwie, sondern wirklich interessiert sein an den Menschen gegenüber. Nicht einfach nur schöne Bilder machen wollen, sondern habe wirklich ehrliches Interesse daran. Denn du musst ja immer überlegen, wie ist es, wenn die Person auf der anderen Seite dich sieht. Sie guckt in der Regel in so ein schwarzes Loch und das macht die ganze Zeit. Da fühlt man sich nicht unbedingt wohl. Und da muss man wirklich dann Interesse haben für die andere Person. Weil wenn du jetzt zum Beispiel vor der Kamera stehst und du sprichst von dem, was du wirklich liebst und dein Gegenüber hat zwar keine Ahnung, interessiert sich aber wirklich sehr dafür. Wie geil ist das? Du freust dich richtig, du bist Feuer und Flamme, du hast Bock, darüber zu reden. Und schon hast du positive Gedanken, du bist happy drauf, du bist echt, es bringt so viel Spaß. Und die Kamera wird dann in der Regel komplett vergessen. Einfach nur zu sagen, stell dich mal bitte dahin, ein bisschen drehen und jetzt mach mal den hier nach dem Motto und lächel. Dass das komisch wird auf den Bildern, brauche ich, glaube ich, nicht so unbedingt zu erzählen. Habe wirklich Interesse an deinem Gegenüber und hab einfach Spaß am Fotografieren mit Menschen. Setz dich mit den Menschen auseinander und lerne die Kommunikation. Denn bei einem Porträt kommt es zu 90% auf die Kommunikation, auf die Psychologie mit Menschen drauf an. Habe jetzt aber keine Angst, dass du sagst, ich weiß gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Sei einfach authentisch. Wenn du authentisch und ehrlich und offen dem Gegenüber bist, wird die andere Person auch automatisch wirklich wärmer, sie wird offener, sie wird selbst authentischer, nur weil du authentisch bist. Weil der Fotograf ist das Spiegelbild von der Person, die fotografiert wird. Und wenn du nervös bist, ist die andere Person auch nervös. Und deswegen kommen wir gleich zu Punkt Nummer 2, zu der Technik. Du brauchst keine bestimmte Technik, um Menschen zu fotografieren. Es ist völlig egal, ob du Vollformat, APS-C, MFT, ein Smartphone hast. Es ist völlig egal. Du kannst mit allen richtig schöne Bilder machen. Du brauchst nicht mal ein bestimmtes Objektiv. Und da gibt es natürlich klar auch wieder Vorteile und Nachteile. Und es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nur ein richtig und falsch für bestimmte Situationen. Ich zum Beispiel persönlich habe ein 35 und 85 mm Objektiv für bestimmte Situationen. 35 mm ist einfach zum Beispiel für Räume, aber speziell für Nähe, zu der Nähe zu der Person. Weil dadurch, dass du automatisch durch 35 mm näher an der Person bist, wirkt es auch so auf Bildern. Auch wenn du jetzt zum Beispiel 85 mm hast, den gleichen Bildausschnitt, es wirkt komplett anders auf dem Bild, dadurch, dass du 35 mm benutzt hast. Klar, du hast leichte Verzerrungen mit dabei, vielleicht auch ein bisschen stärkere Verzerrungen, aber du kannst das alles bewusst nutzen. Speziell für Businessbilder würde ich das nicht unbedingt benutzen. Da würde ich dann zum Beispiel eher 85 mm nutzen oder wenn die Person wirklich sehr unsicher ist, kann ich dir auch 85 mm sehr ans Herz legen, weil du bist automatisch weiter weg. Du hast nicht so sehr die Verzerrung mit auf dem Bild, es wirkt alles viel harmonischer und natürlicher und die Person fühlt sich erstmal sicherer, die vor deiner Kamera steht.
Aber letztendlich ist es völlig egal. Du kannst auch mit 24 mm fotografieren, mit 135 mm. Versteif dich nicht zu sehr auf die Technik. Das Einzige, wirklich das Einzige, was du können solltest, ist sicher sein. Sei sicher mit deiner Kamera. Weiß ganz genau, wo welcher Knopf ist, was du wann wie machen musst. Weil da kommen wir jetzt wieder zurück zu Punkt Nummer 1. Wenn du unsicher bist, wenn du nervös bist, wenn du das alles ausstrahlst, weil du zum Beispiel überlegst, okay, wo ist jetzt welcher Knopf und was muss ich jetzt wie und ja, lass mal kurz testen und dies und das, und das spiegelt sich automatisch auf die Person gegenüber wieder und dadurch werden die Bilder auch nicht so schön. Deswegen wirklich das Wichtigste, das Allerwichtigste, was die Technik angeht, habe es einfach drauf. Weiß, wo welcher Knopf ist, welche Einstellung du machen musst, und schon wirst du automatisch lockerer. Egal, ob du ein Smartphone fotografierst, mit einer APS-C, MFT, Vollformat, völlig egal. Wenn du es drauf hast, wird es automatisch lockerer. Kommen wir zu Punkt Nummer 3. Das ist das Lichtsehen. Und da kommt es wirklich nicht drauf an, ob du künstliches Licht hast oder Licht von draußen, das natürliche Licht. Mein Tipp an dich ist, dass du es siehst, wie das Licht fällt, wie es aussieht, von wo es kommt und genau weißt, wie du das Licht einsetzt, um die Person so hinzustellen bzw. so auf Bildern festzuhalten, dass es genau das Ergebnis erzielt, wie du es haben möchtest. Sei es nun mit künstlichem Licht, Blitzlicht zum Beispiel oder Dauerlicht wie hier oder halt draußen. Empfehlen würde ich dir persönlich am Anfang, wenn du wirklich ganz am Anfang stehst und jetzt mit der Porträtfotografie starten möchtest, das natürliche Licht, denn du musst dich nicht so extrem drauf fokussieren, wie jetzt zum Beispiel beim Blitzen. Blitzen ist eigentlich nochmal wirklich eine eigene Art der Fotografie und bedarf wirklich dann wieder Gewohnheit, wieder ein bisschen Technik und Sicherheit. Und das ist gerade zum Starten, wenn du gerade mit der Kamera schon klarkommst und jetzt die Kommunikation mit dem Menschen üben möchtest, würde ich dir das natürliche Licht empfehlen. Und wenn die Kommunikation dann sitzt, dann kannst du zum Beispiel ans künstliche Licht gehen. Um zu starten, würde ich dir die Abendstunden bzw. die Morgenstunden empfehlen. Immer zur goldenen Stunde. Da ist das Licht auf jeden Fall schön schmeichelhaft, es ist schön warm, es ist eine geniale Stimmung und ihr werdet beide sofort die Bilder lieben. Alternativ, wenn du jetzt mittags losgehst, solltest du dir am besten schattige Plätze suchen. Und wenn du dann doch mittags losgehen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, stell dich nicht in die pralle Sonne, es sei denn, es ist wirklich komplett bewölkt, weil da hast du eine riesen Softbox vor der Sonne, das ist echt cool. Aber wenn die Sonne wirklich scheint, so wie heute, ist sie gut am Burn, dann such dir am besten immer schattige Plätze und auch so, dass der Rest, der auf dem Bild zu sehen ist, zum Beispiel der Hintergrund, dass der nicht hell erleuchtet ist. Weil da hast du so einen extremen Kontrast und das kann wirklich ablenkend aussehen. Versuch, dass alles im Schatten ist, dass alles im Hintergrund zum Beispiel dunkel ist und werden die Bilder automatisch schön werden. Das waren meine 3 wichtigsten Tipps, wenn es um Porträtfotografie geht. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt viel Spaß beim Fotografieren mit Menschen. Das ist ein wirklich sehr schönes Genre. Ich liebe es einfach, Menschen vor meiner Kamera zu haben. Wenn du tiefer einsteigen willst, wenn du mehr wissen willst, abonniere gerne den Kanal. Und hier auf der Seite gibt es jetzt weitere Empfehlungen für dich. Ich wünsche dir viel Spaß beim Schauen. Wir sehen uns im nächsten Video und immer schönes Licht.